Ist überhaupt nicht übertrieben. Muss ich da jetzt? So. Ich dachte schon, ich muss den ganzen Weg nochmal laufen hier. Das ist ja mal total stark sinnlos gesichert. Leute, ihr müsstet vielleicht schon irgendwas anderes einfallen lassen als Harpyen. Die können wir nämlich jetzt gar nicht mehr. Was ist das denn? Rumpelipumpel. Oder? Feuer! 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 Weit bist du reist, nix um diesen Altar zu. Um zu diesem Altar zu gelangen. Vor den Himmel bist du herabgestiegen, hast beinahe vergessen, wer du bist. Du wurdest schwach und du wurdest sterblich. Du setzt dein ewiges Licht aufs Spiel für ein anderes, unmerkliches Licht im großen Meer der Zeit. Deine Reise nähert sich ihrem Ende. Der Berg Parnassos erhebt sich bereits vor deinen Augen. Bald wird sich das reinigende Feuer diesen Boden von den Lügen und der Bosheit reinwaschen und die Erde wird aus ihrer Asche neu geboren. Okay. Tolles Orakel von Delphi. Ja. Boah, Junge. Wie soll ich denn noch draufballern? Mischt es. Nein. Nein. Was? Achso, ich dachte schon. Man kann es sich einfach so viel einfacher machen. Dankeschön. Das war ein Volltreffer. Aha, haben wir es also ein bisschen weiter nach vorne. Die Bugs. Man muss wesentlich weiter vorne hin zielen. Hinten lässt er sich überhaupt nicht treffen. Hat man jetzt, glaube ich, ganz gut gesehen. Ich habe ihn viel zu weit vorne getroffen. Die Box ist völlig falsch gesetzt. Das mag mit den Feuerbällen nicht viel auffallen, aber wenn mein Blitz hier punktgenau da drauf trifft, dann ist das doch etwas doof. Ich glaube, das war knapp. Bitte. Ja. Sollte hier nicht unter Umständen mal ein Artefakt sein? Ich meine ja bloß.
kommt da aber auch nicht hoch, ne? Das ist eine Katastrophe. Na komm, ich bin schon viel höher. Man sinkt doch nur so leicht ab. Ach komm schon. Hilfe? Was? Ist du einfach die Hitbox einfach noch wieder am Weg? Ja. Oh. Willst du mich verarschen? Willst du mich wirklich verarschen? Klar. Einfach so. Ich gehe doch nicht mit dem Treffer. Ernsthaft. Hallo, ich möchte bitte meine Fähigkeiten. Danke. Klar, setz mich einfach noch weiter zurück. Mach bloß nicht dort, wo es kompliziert wird. Speicherpunkt. Nein. Am besten dort, wo es einfach ist, fünfmal und dann gar nicht mehr. Oh, wie oft soll ich denn... Diese Hitbox ist eine Katastrophe. Ja, kotzt mich an. Lästige Kackviecher. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich habe ein Feuer. Tschüss, Feuer. Klar, nicht durch das Tor hinten gehen. Nein, durch das Portal. Ist klar. Ganz natürlich. Ja, irgendwie sieht die Sonne dann doch etwas größer aus, möchte ich sagen. So ganz dezent. Du machst ja keine Kettenreaktion. Oh. Ich wollte doch keine Kettenreaktion haben. Ich kann fliegen. Hilfe. Mensch, was schreibe ich denn jetzt an? Ich kann doch jetzt nicht. Oh, die Trauben des Dionysos. Du hast Ambrosia entdeckt. Das sind Trauben. Einfach Trauben. So schwer kann es nicht sein. Das sind Trauben. Weintrauben. Nein, Stacheln sind nicht genug. Jetzt sind es brennende Stacheln. Ja. Fuck you, too. Woher?
Nix mich nicht, bist du langsam. Geht es da wenigstens aus? Ist klar. Das Feuer wird ja auch nicht ausgelöscht oder so. Nö, nö, nö. Hui! 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 An sich übel witzig, ne? So ein Stein, schwupps! Fliegt einfach mal mit dem Mädel hier nach oben. Ist klar. Ist klar. Wer bringt denn am Eingang von so einem Tempel Strahlen an? What the fuck? Wird die Sonne da immer größer? Was ist denn nur los? Ich habe schon gesehen, dass die Sonne ein bisschen groß ist. Zeige uns hier abzudrücken. Wieso ist sie denn so wütend auf mich? Nicht mal fragen durfte. What the fuck? Wenn wir uns bewegen, dürfte es eigentlich reichen. Trotzdem spiele ich lieber einen Scharfschützen. Das jetzt da haben. Ich wusste, dass wir da nicht rüberkommen. Wow. Das war verdammt knapp. Nee, nee, die sind nicht übertrieben schnell. Nee, nee. Dachte, ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht. Noch nicht rum. Ich glaube, ich sollte mich bewegen. Hätte gedacht, da oben ist nur irgendein Artefakt oder so, aber anscheinend nicht. Schütze. Ich bin voll der Sniper, ey. Oder Camper. Na gut, eigentlich ist unser Herr Titan hier eigentlich der Camper. Er bleibt die ganze Zeit hinter seiner Sonne und dann... Dann ist nichts. Einfach so kaputt geploppt. Eigentlich müssen die Steine, wenn hier alles verbrannt ist, müssen die Steine doch auch ewig heiß sein. Heißer als der Sand jedenfalls. Berg Parnassos.
das Schild da rum. Klar. Warum nicht? Da liegt mein Geliebter, aber es ist mir egal. Vor allen Dingen lebt er noch, ist noch eigentlich voll gut drauf, ist bloß ein bisschen ohnmächtig. Willst du vielleicht noch öfters mitten nach mir schießen? Ist eigentlich voll gut drauf und trotzdem liegt er hier rum. Das war ein Fail-Treffer. Du hast die Tarnkappe des Hades entdeckt. Ach, das ist eine Tarnkappe, sehr interessant. Hals, Mund. Sterb doch einfach. Ehrlich, sowas kann man mir nicht antun. Was soll ich denn noch hier achten? Renn nur ins Feuer, verbrenn ruhig. Oh, puh. Ehrlich, alles muss ja verbrennen, selbst die. Die Steine müssen schon schmelzen eigentlich, so groß die Sonne ist. Also ich spiele es dann in der Zukunft, ne? Also ich meine Universum geschichtlich, technisch und... Oh. Miep. Lass mich. Hab gesagt, lass mich. Oh. Trotzdem töte ich euch noch alle. Du, das wird nicht. Klar. Noch ein paar? Vielleicht noch 30? Ich wusste, irgendwann kommen 3. Das würde aber trotzdem nicht nützen. Was soll denn das werden?
Ich kann, falls ich jetzt hier ein bisschen weniger reden sollte, liegt das übrigens daran, dass ich hier gerade mich auf 3 Millionen Sachen gleichzeitig konzentrieren muss, ne? Wie ihr vielleicht gemerkt, ich muss vorankommen, ich darf in nichts reinlaufen und ich muss, die Feuerbälle früh genug hier kaputt schießen. Wenigstens hier die Dicken treffen, damit die nicht so eine große Hitbox haben. Sind wir noch da, ne? Waren wir das klar? Ja, waren wir. Warum bewegt sich die Kamera jetzt nicht mehr? Ernsthaft, unser Herr Titan ist ein echter Camper. Ich hab's alle noch kaputt gemacht. Klar. Meine war auch nicht. Und ich habe sie alle noch kaputt bekommen. Bis jetzt ist noch keiner aufgeschlagen. Kann ich jetzt bitte weiter? Komm schon. So, die großen Bälle sind schneller. Aha. Ja, jetzt ist der erste aufgeschlagen. Aber er ist in der Refitting Wave. Komm. Hast du nicht wirklich geschafft? Oh, du tust mir so unglaublich leid. Hallo, Icarus. Oh mein Gott. Ey, Junge. Ach, ob. Ist er tot? Dann verstand ich, wer Nix in Wirklichkeit war und was sie alles für mich getan hatte. Tagelang trug die Göttin der Nacht die Peitsche des Helios, suchte nach mir und den anderen wenigen Überlebenden. Göttin der Nacht, aha, bis endlich die Hitze ein Ende fand. Nun dämmerte über uns ein neuer Tag. Wir müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Und diese zweite Chance nutzen, die uns geboten wird, nutzen. Tja, natürlich. Denn wer darf entscheiden, wann ein Zeitalter endet und ein neues beginnt? Over the Top Games, entwickelt von Juan Alvarez de la Rosida, Roberto Alvarez de la Rosida. Irgendwie anders. Animation, du bist schlecht. Additional Level Design, du bist schlecht. Musik, ist okay. Sound und Effekte, naja. Stimme von Nix, du bist schlecht. Englische Übersetzung. Oh, ja.
Italienische Übersetzung. Niederländische, Deutsche, Judith Brenner. WordLab Translations. Und besonderer Gedanke geht an irgendwelche anderen Mexikaner, Italiener, Spanier, irgendwas in der Richtung. Ne, Mexikaner oder Spanier, so. Der Papa und die Mama. Der Papa und die Mama. Und vielen Dank fürs Spielen. Bitte. Bitte. Ich fliege, fliege über dieses Reich mit meinen neuen und mächtigen Flügeln, voller Freude und Hoffnung. Ich wünschte, ich könnte sie noch einmal sehen und dann in den Arm nehmen, wie das letzte Mal, als ich sie sah. Ende. Oh, ich hab's durchgespielt. Spielen. Steht das jetzt da? Ruin von Korinth. Das ist, glaube ich, der Anfang. Ja, Ruin von Korinth ist der Anfang. 2 Stunden habe ich gebraucht. Boah! 2 Stunden Spiel! Spaß! Ehrlich. Also ich meine, im Verhältnis Spaß hat's nicht gemacht, nicht wirklich. Und dann, ich meine, es ist ab 6. Man stellt sich vor, ein 7, sagen wir mal 8-Jähriger spielt das. Das mit den komischen Säulen ist zu schwer. Das ist einfach zu schwer, auch mit den Minotauren. Du stirbst ständig, ich bin ständig gestorben. Und das möchte was heißen. Also ich meine, ich bin jetzt kein Klischee-Japaner oder so, aber... Hallo? Naja. Ein wirklich unglaublich erfolgreiches Spiel. Nee. Nee, dazu fehlen mir alle Worte. Ich glaube, ihr am besten bildet ihr eure eigene Meinung, kauft das Spiel für 1 Euro. Also, das ist nichts. Das ist wirklich nichts. Davon kann man sich nicht mal was zu essen leisten. Nicht mal, also, was ordentliches. Na gut, ich würde sagen, das war's für dieses Let's Trash. Die nächsten Sonntage werden auf jeden Fall einige Let's Battle von AOE kommen. Und deswegen würde ich mich verabschieden. Bis zum nächsten Projekt, bis zum nächsten Video oder irgendwas anderes. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dann, Leute, haut rein und tschüss.